herzlich willkommen zu Ars Electronica Home Delivery. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, zu einem weiteren Science Talk. Unser heutiges Thema ist Archäologie rund um den Attersee und trägt den spannenden Titel CSI Litzelberg und Soko Varek. Als Experten haben wir heute Dr. Stefan Traxler eingeladen und er wird uns in den nächsten Minuten einen wirklich ganz spannenden Vortrag präsentieren. Sie sind natürlich auch wieder ganz herzlich eingeladen, Fragen zu stellen, die wir im Anschluss an diesen Vortrag beantworten werden. Also machen Sie das bitte. Und an dieser Stelle möchte ich auch schon das Wort übergeben an dich, Stefan. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich in der nächsten Stunde hier wieder mal im wunderbaren Deep Space 8K im AEC zu Gast sein darf und hier ja unsere aktuellen Projekte am Attersee präsentieren darf von der Landesarchäologie, ein Projekt in Kooperation mit der Universität Salzburg. Wir befinden uns mit Litzelberg am Westufer des Attersees, das heißt in der Gemeinde Seewalchen, und mit dem anderen Projekt, mit Varek, sind wir am Ostufer des Attersees. Und da beschäftigen wir uns ja seit eigentlich ja März mit zwei höchst interessanten archäologischen Projekten, die sehr, sehr unterschiedlich sind und die ich hier jetzt sozusagen im Zeitraffer, im Kurzdurchlauf hier präsentieren darf und werde. Ja, wir fangen mit dem CSI Litzelberg an, eine Ortschaft, ja, die sehr malerisch liegt. Wir haben hier den Merianstich im Hintergrund mit der Ansicht der damaligen vom Schloss Litzelberg, und im Hintergrund zu meiner linken Hand sehen wir den Kreis rund um das Predigthaus von Litzelberg, das im Jahr 1615 von Simon Engel von und zu Wagrein errichtet worden ist. Und genau bei diesem Ort hat sich dann am 20. März, also ganz in der Nähe von diesem Predigthaus, hat sich dann folgende Szene abgespielt. Und zwar sehen Sie hier, das ist wirklich CSI. Es sind nicht die Archäologinnen und Archäologen, die da am Werk sind, sondern es ist die Polizei, die gerufen worden ist. Und zwar, weil man ja einerseits Teile von Skeletten, andererseits hatte eine komische Kiste herausgeschaut aus der Erde, und es ist eben die Streife Schörfling gerufen worden, und gleichzeitig auch ist dann auch die Gemeindeärztin dazu gerufen worden, und die hat dann gesagt, na gut, dürfte kein aktuelles Verbrechen sein, sondern es ist schon ein bisschen älter, was da liegt, und dann ist das Bundesdenkmalamt eingeschaltet worden und dann die Grabungsfirma Archeonova, die dann vier Tage später, oder am Montag, dem 24., dann begonnen hat, hier ja, Bergungen vorzunehmen. Was wir hier auf der rechten Hand sehen, ist der Teil von einem Sarg, ein Metallsarg, Metall in Hülle und dann drinnen auch noch ein Holzinnenleben, das hier heraussieht ein bisschen, und daneben dann auch noch eine Grabtafel, die herausschaut. Und ja, das war für uns auch dann die Hoffnung, wie wir diese Grabtafel auch gesehen haben, dass wir die Identität vielleicht der hier begrabenen Person klären können. Was weniger, also Sie sehen, der Sarg ist aufgerissen, das ist durch einen 23-Tonnen-Bagger passiert, also wir haben ein Glück gehabt, dass nicht mehr kaputt gemacht worden ist, also es war nur der Deckel oben aufgerissen. Allerdings, es waren noch Holzsärge dort, die sehen Sie auf der anderen Seite, die Reste von den Holzsärgen liegen, das heißt, ein zweiter Sarg eines erwachsenen Menschen ist ziemlich vollständig zerstört worden durch diesen Bagger, und bei den Untersuchungen dann im Depot haben wir gesehen, dass offensichtlich auch zwei Säuglingssärge dabei gewesen sind. Ja, so hat dann der Sarg ausgesehen, wie er bei uns im Depot war. Da hat sich dann die Kollegin Susanne Heimel, unsere Restauratorin, die eben auf Metall- und auch Holzrestaurieren spezialisiert ist, hat sich um dieses wunderbare Objekt angenommen. Und da muss man dazu sagen, so einen Sarg findet man im Normalfall eigentlich ganz selten auf einer Grabung, wenn, dann findet man so etwas in einer Gruft. Und das ist schon mal was Außergewöhnliches. Eine Reste von einer Gruft haben wir nicht gefunden. Und wir wissen auch nicht genau, ist es jetzt unter diesem ehemaligen Predigthaus gewesen. Diese Bestattung ist in der Nähe gewesen. Das werden vielleicht weitere Forschungen noch ergeben. Da sind wir gerade dabei, mit GIS-Analysen alte Pläne auszuwerten. Ja, was das Besondere dann war, das hat sich herausgestellt, im Inneren dieses Sarges war
die kompletten Textilien, und wir sprechen hier von 400 Jahre alter Seidenkleidung, komplett erhalten. Also so einen Erhaltungszustand gibt es eigentlich von solchen Textilien kein zweites Mal. Wenn sowas erhalten geblieben ist, dann hat man im Prinzip das umgenäht, hat sich verändert. Und hier ist es in diesem Sarg ist hineingekommen und ist durch besondere konservatorische Bedingungen, das war luftig abgeschlossen, es war also ein leichtes Feuchtbodenmilieu, und darum haben sich diese 400 Jahre alten Textilien perfekt erhalten. Wir haben da ein Bild, wo die Restauratorin Traute Rupp eben wie in einer Nähwerkstatt arbeitet. Es ist aber keine Nähwerkstatt, sondern es ist die Restaurierwerkstätte, wo diese Textilien, diese unglaublich erhaltenen Textilien gerade praktisch wieder, ja, nicht zusammengesetzt, sondern restauratorisch, konservatorisch betreut werden. Ja, außerdem natürlich dann immer interessant bei der Archäologie, wer steckt da dahinter? Wer sind die Menschen? Und da hilft uns die Anthropologie natürlich immer. Sie sehen schon von diesem Skelett im Sarg, wo eigentlich alles erhalten. Das ist zu meiner linken Hand dieses Bild. Das war eben dieses Individuum. Und es hat sich dann herausgestellt, dass es sich um eine erwachsene Frau handelt, die von der Anthropologin auf so 50 bis 70 Jahre, also in diesem mehr oder weniger bestimmt worden ist. Eine kleine Frau, 1,55 Meter groß ungefähr. Und was dann aber ganz besonders beeindruckend war, man hatte eigentlich ja nachvollziehen können, wie diese Frau gelebt hat. Und sie hat kein schönes Leben gehabt, am Ende ihres Lebens zumindest. Hat sie also alles ziemlich gehabt an Krankheiten, was man sich nur vorstellen kann. Das am harmlosesten eigentlich noch sind die Reiterfacetten an den Oberschenkeln. Das heißt, sie hat Zeit ihres Lebens sehr viel Zeit zu Pferd verbracht. Sie hat aber zusammengewachsene Wirbel gehabt. Sie hat verwachsene Knochen, das kommt von der Gicht, beim Hand- und Fußgelenk gehabt, und wir sehen auch sehr schön beim Schädel einerseits fehlt, also das ist nicht später rausgekommen, die ganzen vorderen Zähne vom Oberkiefer fehlen, und die anderen sind sehr stark verfärbt mit dunkler Verfärbung drauf, Karies, durchgeeiterte Passagen, die drinnen sind und so weiter. Also diese Frau muss unglaubliche Schmerzen am Ende, gegen Ende ihres Lebens gehabt haben. Ja, wir wollten dann natürlich unbedingt wissen, wer ist diese Frau, und da hilft man sich mit allen Mitteln. Wir haben diese Grabtafel gehabt, diese Grabtafel hat sich aber restauratorisch nicht vollständig öffnen lassen, die hätten wir zerstören müssen, um sie vollständig aufeinander zu nehmen. War aber auch gar nicht nötig, weil wir haben eine wunderbare Kooperation mit der FH Wels. Die haben einen Computertomographen, der perfekte Bilder liefert, und da haben wir dann diese Grabtafel hineingeben lassen in den Computertomographen, und der Film, nein, einmal zurück noch einmal, bitte. So, jetzt starten wir den Film, und da sehen Sie schon, der Computertomograph schneidet dann Scheiben durch diese Grabtafel, und wir haben es an beliebiger Stelle stoppen können und habe damit, ohne dass wir die Tafel eigentlich öffnen haben müssen, die Inschrift entziffern können. Ja, und hier haben Sie es noch einmal mehr oder weniger zusammengerechnet, die wichtigsten Inhalte auf ein Bild praktisch zusammengelegt, Photoshop, und da haben wir dann die Inschrift, die wir lesen haben können. Hier liegt begraben die edle Frau Anna Englin von Wagrain, eine geborene Furtin, welche den zweiten Tag des Juli im Jahre des Herrn 1620 in dem Schloss Litzelberg in Gottseliglich entschlafen ist, und so weiter. Also wir wissen ganz genau jetzt praktisch, wer diese Person ist, haben die Anthropologie dazu, und das ist eigentlich eine absolute Besonderheit. Das haben wir in der Archäologie ganz, ganz selten, dass wir so unglaubliche Befunde haben, so einen Sarg, das Gewand im vollständigen Erhaltungszustand, und dann haben wir die Anthropologie, die uns eigentlich die Krankheiten, die Lebensbedingungen der damaligen Zeit zeigen, und dann wissen wir auch noch ganz genau, wer das gewesen ist. Ja, und dazu hat es dann auch noch einen Ring gegeben, den haben wir, glaube ich, zuerst die Folie übersprungen, kann das sein? Das heißt, wir gehen noch einmal zurück, weil das ist noch einmal, was wir uns speziell anschauen müssen. Und zwar ist es dieser Ring, der auch dort gefunden worden ist. Und wir haben schon gehört, protestantische Gräber.
Und wir haben diesen Ring jetzt praktisch Structure from Motion durch fotografische Technik 3D dokumentieren lassen und können den drehen und innen steht Leben an Christ. Wir haben es mit einer tiefgläubigen Person zu tun und das, was sie dann außen sehen, in verschiedenen Farben emailliert, und da muss man sagen, das, was wir da jetzt in dieser Größe sehen, das verwirrt. Dieser Ring ist ganz, ganz zart, der ist 1,2 Zentimeter nur groß. Das heißt, so eine Detailgenauigkeit, wie wir es hier im Deep Space 8K sehen, kann man es sonst nirgends sehen, und man kann hier sich durchdrehen und das sind lauter Szenen aus der Arma Christi, das heißt aus der Leidensgeschichte von Jesus, die hier dargestellt sind, und das passt auch wieder zur Grabtafel dazu, also eine tiefgläubige Frau, die Anna von die Anna Engel von Wagrain, die hier bestattet worden ist. Wir gehen wieder zurück zu der Präsentation, bitte, Thomas. Ja, das haben wir schon gesehen. Da ist eben dieser Ring und das passt sehr schön zu dem zweiten Spruch, der auf der Grabtafel steht, aus Römer, also Brief an die Römer 14,8. Leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Wir leben oder sterben, so seien wir des Herrn. Und im Ring praktisch die Kurzzusammenfassung von dem ganzen Leben an Christ, sicher das Lebensmotto von dieser tiefgläubigen Frau. Ja, und wir haben auch den Stammbaum von dieser Familie und hier ist sie eben markiert auch, Rot Anna Engel, geborene Furtin, wahrscheinlich um 1574 geboren und dann eben genau, das Sterbedatum wissen wir ganz genau, am 2. Juli 1620 durch diesen Fund. Und sie war verheiratet mit dem Oberhaupt der Familie Engel von und zu Wagrain von Simon. Und das ist genau dieser Herr, der dieses Predigthaus, dieses Protestantische gestiftet hat, das wir zu Beginn gesehen haben. Und das Großartige ist, es gibt auch ein Bild von dieser Frau, und zwar ihr ein Nachfahre, der Georg Spiegelfeld, hat eine ganze Porträtsammlung von seinen Ahnen, Gott sei Dank, in den letzten Jahrzehnten angelegt. Und darunter findet sich auch diese Dame, die Anna Engel von und zu Wagrain, geborene Furtin, ein Jahr vor ihrem Tod. Also möglicherweise hat sie sogar hier auch das Gewand an. Also wir sind, es ist zumindest ein sehr ähnliches Gewand, wie wir es gefunden haben. Und was auch sehr auffällig ist, was man sehr schön sieht, ist die Mundpartie. Also man sieht schon, das war das Erste, was eine unserer Restauratorin, die Heike Rühring, gesagt hat, wie sie das Bild gesehen hat, da passt irgendwas mit den Zähnen nicht. Und das hat sich dann eben anthropologisch auch herausgestellt, dass das definitiv stimmt. Also wir haben sogar die Identität lösen können und dann letztendlich auch noch mit einem Bild untermalen können. Also das ist wirklich ziemlich einmalig, was hier gelungen ist. Ja, und hier dann eben noch einmal das Umfeld. Das Schloss Litzelberg hat Ihnen gehört, das Schloss Wagrain und viele andere Herrschaften in Oberösterreich zu der damaligen Zeit auch. Und das ist das Predigthaus, wo sie eben dann bestattet worden ist. Daneben, darunter, wir wissen es eben noch nicht genau, aber es ist eben von ihrem Mann, vom Simon Engel, errichtet worden. Das ist die Geschichte in Kurzzusammenfassung von CSI Litzelberg, und das kann man heute jetzt auch seit letzter Woche in der Containerausstellung beim Parkplatz des Strandbades Seewalchen, kann man sich diese Geschichte auch anschauen, sowohl heraus als auch im Container. Teile von den Textilien sind zu sehen. Der Sarg ist noch nicht ausgestellt, der soll dann im Schlossmuseum in einer späteren Ausstellung gezeigt werden. Auch der Ring, die Grabtafel ist zu sehen, und hier haben wir eben mehr oder weniger diese Zusammenfassung von dieser Geschichte. Außerdem möchte ich gleichzeitig auf unseren Projektblog hinweisen. Also alle Projekte aktuellen, die gerade laufen, wo man sagen, das soll öffentlich diskutiert werden, ist auf austausch.oulkg.at zu sehen. Und da kann man eben auch die geheimnisvolle Litzelbergerin, die Details zu der Anthropologie und so weiter, viele andere Details, die ich jetzt hier in der aller Kürze gar nicht präsentieren habe können, kann man hier auch nachlesen oder eben die Ausstellung anschauen, und es wird sicher eine Folgeausstellung in Linz auch einmal geben. Das war Litzelberg. Kommen wir zur Soko Werek, eine Sonderkommission, die zusammengestellt worden ist, um sich einer römischen Villenanlage zu widmen, die seit 250
50 Jahren bekannt ist. Und das ist die Sonderkommission Verreck. Also da haben wir auch die Bilder dazu. Das eben in der Mitte unschwer zu erkennen bin ich. Gemeinsam Projektleitung mit dem Dr. Felix Lang von der Universität Salzburg. Also wir zwei leiten diese Projekte immer in Verreck am Attersee. Und das ist unsere Grabungscrew von der Universität Salzburg, die Grabungstechnikerin Astrid Stollenberger, der Ali Sendelhofer und die Helga Ritzinger, die in den letzten drei Wochen Unglaubliches hier in Verreck geleistet haben. Nicht nur drei Wochen, weil zwei Wochen vor Corona haben wir angefangen, haben dann eine siebenwöchige Zwangspause gehabt und eben seit Anfang Mai waren wir wieder draußen und letzten Freitag haben wir dieses Projekt eigentlich erst abgeschlossen. Also was ich jetzt zeige, sind auch ganz, ganz neue Bilder von Verreck am Attersee, die wir noch nirgends gezeigt haben. Dieser Fundort ist eben seit 250 Jahren bekannt, wo schon erste Mosaikböden gefunden worden sind und da hat man dann sich auf die Suche nach Gold und Silber gemacht, hat aber nichts gefunden, dann ist das wieder in Vergessenheit geraten. Ja, im 19. Jahrhundert mehrfach wieder Mosaikböden angetroffen, ein Teilboden, den wir hinten links von mir sehen, der ist praktisch dann gehoben worden und ins Landesmuseum gekommen, ist jetzt wieder in der kleinen Römerausstellung in Verreck zu sehen. Und dann die ersten Grabungen 1924 unter der Leitung von Walter Schmid, wo dann ja ein Teil von einer sehr luxuriösen großen Villenanlage ausgegraben worden ist. Einfach nur, um einen Größenvergleich zu sehen, jeder weiß ja ungefähr, auf was für einer Größe er selber wohnt, welche Grundfläche. Alleine dieser Gebäudetrakt, der hier am oberen Bildrand zu sehen ist, hat 540 Quadratmeter Grundfläche. Also insgesamt hat dieser Komplex ungefähr eine Grundfläche, nur alleine der Hauptgebäude, Komplex von dieser Villenanlage von 1000 Quadratmetern. Das ist schon etwas durchaus Erstaunliches. Ja, und dann auch die Dimension wird bewusst, wenn man sich anschaut, wie viele Mosaikböden von dort herstammen. Dieser Gebäudekomplex, von dem ich gerade gesprochen habe, war praktisch ausnahmslos, war jeder Raum, jeder auch so unbedeutende Gang war mit Mosaiken ausgestattet, aber auch der untere Trakt war mit Mosaiken ausgestattet, hier eben diese Zusammenstellung. 2015, 2017 haben wir dann ein Geophysikprojekt gehabt. Da ist ZAMK Acheo Prospections mit dem Georadar und mit der Geomagnetik praktisch durch die Gärten und durch die freien Flächen in Verreck gefahren. Das Ganze ist ein LIDAR-Projekt gewesen, das der Heimatverein Attergau organisiert hat. Und da haben wir dann erstmal wirklich die Ausdehnung erfassen können von dieser Gesamtanlage. Sie sehen da unten mit 1 diesen zentralen Gebäudekomplex, also das, was Schmid schon ausgegraben hat und dann kommt noch einmal so ein Gebäudeteil dazu durch die Geophysik. Ein weiteres Gebäude, wo auch früher schon Mosaikböden gefunden worden sind, mit 2 markiert, da haben wir das Aussehen nicht, aber von hier stammen weitere 4 Mosaikböden und dann ein Wirtschaftshof im Bereich von 3. Da sieht man schon, wie groß diese Anlage gewesen sein muss, wenn alleine das 1000 Quadratmeter Grundfläche sind. Und dann gibt es noch etwas ganz Besonderes, das ist diese Unterwasseranlage von Verreck am Attersee. Das heißt, hier haben wir einen Binnenhafen, Fischzuchtbecken wird es auch interpretiert oder eben eine Bootsanlegestelle oder so irgendwas in der Richtung. Und das gibt es eigentlich in Österreich kein zweites Mal und ist auch in Mitteleuropa ziemlich singulär, das eben zu dieser römischen Villenanlage gehört. Und dendrodatiert durch Holzdatierung ist das praktisch auf das Jahr 150 nach Christus genau datiert. Aber wir zoomen wieder hinein in unser Hauptgebäude. Hier sehen Sie es dann, was wir noch der Geophysik gehabt haben. Mehr oder weniger dieser Trakt wird ergänzt. Das ist um einiges noch größer gewesen. Das war auch so angenommen. Und dann noch einmal überraschend führt dann noch einmal ein Gang in den Nachbargarten hinauf. Und da liegt dann etwas, ja, was ein bisschen verdächtig wie ein kleines privates Heiligtum aussieht. Und das wäre natürlich für uns im Interesse, sich hier einmal auch archäologisch anzunähern, vielleicht ein weiteres Projekt, das in Verreck auf uns zukommt. Und jetzt habe ich hier einen Mosaikboden eingeblendet, der zwar schon einmal ganz in kleinen Teilen 1924 herausgekommen ist, aber nie gezeichnet worden ist. Und wir haben diesen Boden jetzt auf über 8 Meter freigelegt. Und man sieht schon,
von hier, dieser Gang, auf dem dieser Boden wahrscheinlich in vollständig erhalten ist, ist 31 Meter lang und 3,8 Meter breit. Wir haben hier einen Gang mit 115 Quadratmetern und dieser Mosaikboden dürfte ziemlich vollständig da in diesem Gang liegen. Und damit ist es nicht nur der größte Mosaikboden, der aus Oberösterreich bekannt ist, es ist wahrscheinlich auch der größte römische Mosaikboden von Österreich und einer der größten, die überhaupt nördlich der Alpen jemals gefunden worden sind. Und da muss man auch dazu sagen, das Ganze ist nur ein Gang, sonst gar nichts. Der hat keine besondere Funktion gehabt, dieser Raum. Drum auch ein sehr einfaches Motiv. Alle Räume dahinter oder da heroben, die wichtiger waren, desto wichtiger ist auch oder besonderer ist das Motiv geworden. Ja, und hier ein Bild, wie das dann von der Luft aus ausgesehen hat mit diesem Mosaikboden. Und da muss man sich eben vorstellen, dieser Muster, dieses Siegertreppchen-Motiv am Schluss der Grabung, habe ich gesagt, eigentlich kann ich jetzt eh verraten, es ist natürlich ein T, das für Draxler steht, das wir hier in Auftrag gegeben haben zum Finden. Das zieht sich dann über 30 Meter diesen Gang entlang. Ja, und jetzt schauen wir wieder hinein in eine 3D-Modellierung. Wir haben vorher den Ring in 1,2 cm großen Ring gehabt in 3D-Modellierung. Jetzt haben wir 100 Quadratmeter Ausgrabung in 3D-Modellierung. Und da sieht man, kann man jetzt natürlich hineinzoomen. Man kann das Ganze drehen. Sie sehen oben am oberen Rand wieder das Mosaik. Und da in dem Raum davor schauen wir in die Fußbodenheizung hinein. Das ist aus Flächenheizungen, gibt es bei uns erst seit dem 20. Jahrhundert wieder. Die Römer haben das vor 1800 Jahren in Oberösterreich an allen Ecken und Enden, wo sie gewesen sind, südlich der Donau, haben die das schon gehabt. Hier die Gewölbeansätze von der Fußbodenheizung und in der Wand sind die Hohlziegel drinnen für die Wandheizung bzw. für den Abzug, dass eben das Ofenprinzip entsteht. Auf der anderen Seite wäre herüben dann das Präfurnium gewesen. Und wir sind uns ganz sicher, dass dieser Raum mit der Fußbodenheizung das Apotiderium gewesen ist. Und zwar ist es der Umkleideraum. Ja. Der Umkleideraum, das heißt, wir haben es mit einer Badeanlage, mit einer sehr luxuriösen privaten Badeanlage zu tun. Wenn wir den Raum in den nächsten hineinfahren, wenn wir hinüberschwenken, dieser Raum war nicht beheizt, aber man sieht hier einen Ansatz von einer Apsis, das heißt von einem Bogen. Und diese Nischen sind ganz, ganz typisch für Badewannen. Das heißt, wir haben hier mit Sicherheit einen unbeheizten Raum und eine Apsis, das heißt mit großer Wahrscheinlichkeit oder mit ziemlicher Sicherheit ein Frigidarium, einen Kaltbaderaum und in der Wanne war ein Kaltwasserbecken drinnen. Wenn wir weiterfahren zu dem nächsten Raum, sehen wir wieder, dass der wieder beheizt gewesen ist. Und das ist ganz typisch. Nach dem Frigidarium kommt das Depidarium, ein Übergangsraum, in dem man ja, Massagen zum Beispiel genießen hat können oder Ruheräume. Da stehen auch wieder die Gewölbe von der Fußbodenheizung drinnen. Hier der Durchzug vom nächsten Raum. Und das ist ganz interessant. Nur sehr große Villenbäder haben zwei Depidarien, also zwei solche Übergangsräume. Und das haben wir genau hier in diesem Fall. Das heißt, der nächste Raum, der jetzt hier anschließt, ist ein zweites Depidarium. Und dann, das war dann die Überraschung eigentlich der letzten Grabungstage, müssen wir ein bisschen rauszoomen, schließt dann das Caldarium an, der Warmwasserbereich, wo man so bis 37, 38 Grad hat. Es ist eine Wanne drinnen, das heißt, durch die Feuchtigkeit, die da drinnen ist, wird es eine sehr schwüle Hitze und man schwitzt bei 37 Grad mit Warmwasser kombiniert, schwitzt man schon sehr gut. Und das ist der Ansatz von dieser Apsis, das ist das Warmwasserbecken, also die Warmwasserbadewanne. Und die schauen wir uns jetzt in der PowerPoint-Präsentation noch einmal an. Da haben wir bei Structure from Motion, bei der 3D-Modellierung, die neuesten Fotos von der letzten Woche noch nicht integriert. Das passiert noch. Das haben wir jetzt vor dieser Präsentation nicht mehr ganz geschafft, dass wir da die Daten noch einmal komplett aktualisieren. Ja, und hier haben Sie den Überblick, wie es dann ausgesehen hat letzte Woche, eben nur einmal mit diesem unglaublich großartigen Mosaikboden, mit diesem Umkleideraum, Kaltbad, Laubad, Laubad 2 und dann eben zu meiner linken Hand, dann war dann eben das Caldarium, das Warmbad, das wir eben nicht vollständig ausgegraben haben, werde ich gleich darauf kommen, aber das dann beeindruckend war. Es war wirklich das aufgehende Mauerwerk, das wir hier haben und hier ist eine monolithische Steinplatte drinnen gelegen. Das heißt, es ist eine Sandsteinplatte am Boden, das heißt, wir haben hier den Boden praktisch erhalten. Und Sie sehen da diese Schräge. Warum graben wir hier schräg? Hier
wird dann, das ist die Baugrube von einem Bauprojekt, das war eben keine Forschungsgrabung, sondern eine Notgrabung. Das heißt, hier wird jetzt dann irgendwann mit einem Bau begonnen. Und das Gute ist aber, der Grundstückseigentümer Dr. Anton Stallinger und seine Frau haben gesagt, na, wenn da so ein großartiger Befund ist, dann finden wir eine Lösung, dass wir zumindest diesen Boden und auch diese Apsis erhalten können. Und er ist mit seinem ganzen Baum 3 Meter heruntergerutscht. Das heißt, wir kommen hinter diese Mauer und jetzt arbeiten wir gerade dabei. Es ist heute die Bauverhandlung und ich hoffe, dass alles gut geht, dass der Bau auch noch ein bisschen angehoben werden kann, damit eben dieser großartige Befund erhalten bleiben kann. Er ist natürlich nachher nicht sichtbar, sondern der hat dann in seinem Grundstück halt unter der Erde einen Mosaikboden und eine Warmwasserbadewanne liegen. Aber wenn in 400 Jahren vielleicht oder vielleicht auch später oder früher die Archäologinnen und Archäologen wiederkommen, sie werden das wieder vorfinden, wenn nicht irgendwann einmal wer mit dem Bagger hineinfährt, aber jetzt wissen wir ja genau, das heißt, sowas wie in Litzelberg sollte hier nicht passieren. Ja, und hier noch ein Detail von dieser Badewanne, von dieser monolithischen Steinplatte. Und was eben auch ganz schön ist, da sieht man sogar jetzt diese Verfärbung. Das ist ein Verputz, der ist typischer römischer Mörtelverband und da ist Ziegelmehl hineingemischt, damit es eben wasserabweisend wird, also auch ganz typisch für die römische Baukonstruktion. Und hier die Soko Vairek in der Badewanne. Also wir haben dann ausprobiert, experimentelle Archäologie natürlich, wie viele Leute passen in die Badewanne. Das ganze Soko Vairek hat hineingepasst. Ja, gemütlich ist wahrscheinlich zu dritt drinnen, aber es geht sich zu fünft aus. Und ja, das Abschlussseital haben wir uns natürlich auch redlich verdient, ist eh ganz klar. Ja, und dann noch einmal ein Film, um auch noch ein bisschen zu veranschaulichen, was das für eine unglaubliche Anlage gewesen ist, diese Luxusvilla von Vairek. Das hat Seven Reasons für uns, also mit Abstimmung mit uns und mit ZAMK Archeo Prospections gemacht. Die Geophysikergebnisse und die Altgrabungsergebnisse kombiniert auf einem Plan. Und dann kommt eben dieser Plan, dieser Grundriss, den wir schon kennen. Und dann wächst schön langsam, wachsen die Gebäudestrukturen heraus. Wir bekommen einen Einblick, das ist natürlich eine Idealrekonstruktion, das ist natürlich jetzt eine Annäherung an die Wirklichkeit, aber wir haben das sehr intensiv diskutiert. Und ja, am Schluss können wir dann auch noch ein Rendering von der Landschaft machen, natürlich. Der Juan Torres schon hat das gemacht von Seven Reasons und dann sehen wir diese unglaubliche Kulisse, die diese Anlage gehabt hat. Wie gesagt, alleine der Hauptgebäudekomplex auf 1000 Quadratmeter. Ja, damit bin ich so mit meinem Überblick zu diesen zwei großartigen Projekten am Attersee, die uns die letzten Monate beschäftigt haben, schon wieder durch. Mache ein bisschen Produktplatzierung natürlich zum einen zu Vairek am Attersee, natürlich noch nicht ganz mit dem, was wir von der heurigen Grabung wissen, aber der Stand bis 2018 kann man lesen in die Römer im Attergau. Da ist unter anderem zur Villenanlage von Vairek zu einem Befestigungsanlage von Mösendorf bei Vöckler Markt oder auch zu einer Villenanlage, wo wir im Juli graben werden wieder. Das heißt, es geht bei uns munter weiter. Da sind wir dann mit einer Lehrgrabung von der Universität Salzburg, auch wieder unter der Leitung von Felix Lang und mir, sind wir in Königswiesen bei St. Georgen. Diese Ergebnisse bis 2018 sind in die Römer im Attergau kleine Schriften zur Kulturgeschichte von Oberösterreich versammelt. In der Römerausstellung in Vairek am Attersee steht zum Beispiel dieses 3D-Modell. Wir haben dort auch zwei Mosaikböden zu sehen. Ein weiterer Mosaikboden ist in der Volksschule in Vairek zu sehen, wenn die Volksschule offen hat. Und gleichzeitig, glaube ich, haben wir schon ein bisschen einen Überblick bekommen, was ich bei meinem nächsten Auftritt hier machen darf im Deep Space 8K. Und zwar am 18. Juni um 19 Uhr habe ich einen Vortrag zur Geophysik, Drohne, Laserscan mit Hightech, den Römern auf der Spur. Das ist schon, glaube ich, so die ersten Appetizer haben wir schon gesehen, was da geht. Da werden wir dann ein wenig mehr zeigen, da haben wir auch mehr Zeit und da werden wir dann einen Schwerpunkt auf Lauriacum Ens, auf unseren Legionsstützpunkt in der Provinz Noricum in Oberösterreich machen. Gleichzeitig natürlich darf ich auch auf unsere
Kanäle noch hinweisen, außer dem Blog, der schon genannt worden ist, gibt es auch von uns, von der Oberösterreichischen Landeskultur GmbH, Livestreams. Es ist zu End schon was gelaufen, es ist auch zu Werreck, haben wir Offsite präsentiert, Litzelberg haben wir schon präsentiert, also da auch hin und wieder hineinschauen, ist, glaube ich, wirklich ein lässiges Format, das sowohl ihr da hier macht, aber natürlich auch wir den Gegebenheiten angepasst, aber glaube ich, macht ja absolut Sinn, hier auch solche Medien noch intensiver und besser zu nutzen. Ja, damit bin ich einmal mit dieser Grundvorstellung einmal durch und es gibt ja die Möglichkeiten, jetzt Fragen zu stellen und wir müssen, dafür wird jetzt ganz kurz da umgebaut. Ich gehe ein paar Schritte zurück und wunderbar, das ist ganz lieb, Dankeschön. Abstand einhalten. Ja, also erst einmal herzliches Dankeschön auch für diese sehr informativen, wirklichen Einblicke in die Fundstücke, die es da rund um den Attersee gibt. Und natürlich gibt es auch schon Fragen, die ich jetzt gleich in der Folge stellen möchte. Das war die allererste Frage. Wieso darf man auf einem Grundstück bauen, von dem man seit Jahrhunderten weiß, dass es hier Funde gibt? Ja, das ist eine gute Frage. Im Prinzip ist das natürlich eine Denkmalschutzangelegenheit. Es sind Privatgrundstücke. Die Anlage von Werreck am Attersee steht tatsächlich unter Denkmalschutz. Das heißt, wenn dort gebaut werden will, die sind trotzdem im Privatbesitz, dann schaut sich das Bundesdenkmalamt das an, überlegt sich, ja, kann man das, ist das verträglich, ist das von der Eingriffserheblichkeit, ist es so, dass die Gesamtanlage trotzdem nur den Denkmalschutzwert behält oder ist es nicht verträglich, dann muss das Bauprojekt abgeändert werden. In dem Fall muss man sagen, in Werreck am Attersee bei dem Projekt, war es eigentlich nicht absehbar, dass so extrem der Erhaltungszustand so extrem gut ist und dass wir so viel eigentlich finden. Wie wir hingekommen sind, waren wir schon mal überrascht, weil wir haben geglaubt, wir machen da 20, 25 Quadratmeter, dort wo das Gebäude sich vom Grundriss verändert hat. Das hat am Plan nicht so schlimm ausgeschaut. Und dann hat man aber gesehen, okay, das ursprüngliche Gebäude war einmal nur teilunterkellert und ist zu einem Teil schon auf den römischen Ruinen draufgestanden. Das heißt, unsere Fläche ist auf einmal viel größer geworden. Und wir haben natürlich gehofft, dass man jetzt endlich in Werreck Mosaiken findet man nicht alle Tage. Ja. Das letzte ist, glaube ich, vor 10 Jahren, ist einmal in Wels sind kleinere Stücke gefunden worden, aber so in der Dimension, das hat man eigentlich nie. Und war dann schon sehr überraschend von dem Erhaltungszustand. Und darum sind dann aber auch alle Hebel in Bewegung gesetzt worden, das Mosaik in situ zu erhalten, jetzt auch die Apsis zu erhalten. Aber es ist einfach so, Privateigentum geht in Österreich über alles. Und dementsprechend schaut man, dass man da halt einvernehmlich gute Lösungen zusammenbringt. Und das ist uns auch gelungen. In Litzelberg ist es ein bisschen anders. Da hat man zwar gewusst, durch einen Heimatforscher, durch einen August Meyer aus den 1980er Jahren, dass da das Predigthaus dort gestanden hat. Das war aber nicht unter Denkmalschutz, sondern es ist wirklich der Bagger einfach reingefahren. Eigentlich hätte man es auch dort wissen können, dass man aufpassen muss. Aber wenn kein Denkmalschutz drauf ist, wenn es nicht einmal Fundhoffnungsgebiet ist, kann natürlich der Bauunternehmer dort, der fragt nicht nach, der redet nicht mit jedem Kunden da, wo es gewesen sein, das ist ja vollkommen logisch, sondern sein Baggerfahrer ist da. Und ist halt bei dem Sorg hängen geblieben. Also auch zwei sehr unterschiedliche Geschichten im Hintergrund. Ja, danke. Ja, eine Frage zur Litzelbergerin, weil wir irgendwie jetzt gerade dort waren. Ab wann gilt denn sowas als Grabraub? Als Grabraub? Ja, das halten uns wahrscheinlich jetzt schon einige vor, dass wir Grabschänder sind, das waren aber nicht wir, es ist durch einen Bagger herausgekommen. In dem Fall ist wirklich so ein bisschen eine Grenzgeschichte wahrscheinlich. Das ist uns auch ganz wichtig und da sind wir natürlich auch im Kontakt mit dem Nachfahren, mit dem Georg Spiegelfeld, dass diese Dame auch wieder ordnungsgemäß bestattet wird. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Andererseits muss man auch sagen, dass wir hier eben einen Nachfahren haben, der selber irrsinnig kulturinteressiert ist, sehr, sehr viel für die Kultur in Oberösterreich getan hat und tut und der selber sagt, er will, dass das auch wissenschaftlich untersucht ist, er will auch viel zu dieser Vorfahrin und zu ihrem Umkreis wissen, aber danach ist es ihm schon auch wichtig, dass sie in der Familiengruft der Engel auch wieder ordentlich bestattet wird. Ja. Ich meine, das ist immer so ein bisschen eine Abwägung zwischen natürlich wissenschaftlicher Neugier, aber es war ja nicht absichtlich. Also wenn es in einer Gruft herauskommt, muss man natürlich auch nochmal schauen, wie geht man damit um, aber ja, es war jetzt, also
ja, es war noch nicht Grabschänderei, würde ich sagen. Und dann natürlich mit wertvollen Ergebnissen. Also mit unglaublich großartigen Ergebnissen, also gerade aus dieser Zeit. Wir haben bei uns in den Sammlungen keine Textilien aus dem 17. Jahrhundert. Ja. Und das natürlich von der absolut das Beste, was es an Material zu der damaligen Zeit fast gibt. Letztendlich sehr reiche Familien im Hintergrund. Gleichzeitig sieht man aber auch die Lebensbedingungen, die dahinter stehen durch die Anthropologie. Also das ist natürlich archäologisch eine absolute Fundgrube oder gerade historisch. Es ist ja nicht nur archäologisch, sondern es ist ja auch vom Archivarbeit ein Riesenthema. Also da kommen, das ist ja so multidisziplinär, das ganze Projekt, da spielt die Archäologie eigentlich ja eine kleine Rolle, ist ein kleiner Teil davon. Ein tragender Teil sicher, ja. Der Ausgangspunkt. Genau. Ja. Ja, eine Frage, wie denn das eigentlich abläuft bei einer Grabung, wie viele Personen sind da mal anwesend, also nur, dass man sich das vorstellen kann. Wo sind diese Leute angestellt? Ja. Gibt es da auch zum Beispiel Freiberufler? Und wenn man für sowas interessiert ist, kann man sich da vielleicht sogar freiwillig melden? Ja, das sind jetzt viele Fragen, einige Fragen. Die erste Frage, hängt immer sehr stark von der Größe der Grabung einerseits an, andererseits auch, wie die Projekte aufgestellt sind oder wer gerade arbeitet. Wir haben da jetzt mit einem sehr kleinen Team von 5 Leuten gearbeitet, weil man gewusst, die Fläche ist überschaubar. Das ist ein sehr eingespieltes Team, wir haben schon in Enns miteinander gegraben, wir haben in Vereck beim Pfarrzentrum schon miteinander gegraben. Da weiß jeder, was er tut. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und das macht man natürlich bei so einer Notgrabung, wo man sagt, okay, wir haben so und so viele Wochen Zeit, muss das natürlich ganz anders funktionieren, bei einer Forschungsgrabung, wie wir beim Kalkbrennofen in Enns graben haben, haben wir jetzt kein Limit gehabt, dass wir jetzt gesagt haben, wir müssen jetzt noch 4 Wochen fertig sein, sondern wir haben dann halt insgesamt sind es dann halt, 16 Wochen gewesen mit noch 2 Kampagnen oder so. Das heißt, das hängt immer sehr stark von dem ab. Das andere ist, es gibt auch Grabungsfirmen, die zum Beispiel nur zu zweit oder zu dritt arbeiten, wo halt die selber so gut eingespült sind und die sehr große Flächen sehr schnell auf diese Art und Weise letztendlich machen. Und es gibt natürlich auch Großgrabungen, wo also die größte Grabung, wo ich bis jetzt gearbeitet habe, das war schon 20 Jahre her in Virunum, da waren wir damals über 20 Leute, aber das war halt auch ein römisches Amphitheater. Da kann man sich ein bisschen ausdehnen. Ist viel Fläche, also das hängt sehr, sehr stark von dem ab. Freiberufler, ja, im Grabungsfirmen, Selbstständige gibt es natürlich. Von den Kolleginnen und Kollegen, die da jetzt mitarbeiten, die sind alle so in der Phase, mehr oder weniger außer Projektleitung, die gerade ihre Diplomarbeiten oder in dem Fall jetzt Masterarbeiten schreiben und nebenbei natürlich jobben. Das heißt, die verdienen da natürlich ein Geld, sind dann in dem Fall über die Universität Salzburg angestellt. Und bei dem Projekt war es jetzt zum Beispiel so bei Vereck am Attersee, das ist zum größten Teil vom Bundesdenkmalamt gezahlt worden. Weil die sagen, das steht unter Denkmalschutz. Eigentlich ist das mehr oder weniger, was da jetzt auf einen Privaten zukommt, dem nicht zumutbar. Gleichzeitig ist der Private ja auch so gewesen, dass uns extrem entgegengekommen ist, mit dem Verschieben sogar eines Gebäudes. Ich meine, es ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass der sagt, na okay, dann verlege ich mein Gebäude. Der hat jetzt eine neue Bauverhandlung und solche Geschichten. Da hängt ja eine ganze Reihe von Sachen dran. Und dementsprechend hat uns das Bundesdenkmalamt gesagt, ja, dann werden wir einen Großteil dieser Grabung übernehmen. Wir haben dann gesagt, okay, wir klinken uns ein, erstens durch meine Arbeitsleistung, durch konservatorische Unterstützung. Dafür bekommen wir das Fundmaterial. Das war so der Team praktisch. Waren das alle Fragen, oder war da noch eine dabei? Ja, ob man mitmachen freiwillige kann. Helfer. Ja, würden gerne natürlich bei uns immer wieder Leute mitarbeiten. Es ist gar nicht so einfach. Das größte Problem ist eigentlich die versicherungstechnische Geschichte, weil es ist eine Baustelle letztendlich. Es kann was passieren, und die Leute müssen versichert sein, wenn sie da sind. Was wir jetzt ein bisschen angefangen haben, vor ein paar Jahren, haben wir den Verein Archeo Publica gegründet, wo es eben darum geht, Archäologie und Citizen Science einfach stärker zu vernetzen. Wobei, da geht es jetzt weniger eigentlich um Grabungen, das ist vielleicht auch in der Zukunft auch mal eine Möglichkeit, sondern jetzt eher so Feldforschungsprojekte, Service, Feldbegehungen zu machen oder Keramikworkshops zum Aufarbeiten machen, vom Scherbenwaschen bis zur Fundbestimmung, also solche Geschichten. Hätten wir heuer auch ein bisschen was vorgehabt, hat uns leider auch die Seuche ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil momentan ist halt nicht so einfach bei solchen Projekten. Aber grundsätzlich, der Verein Archeo Publica hat sich das zum Ziel gesetzt, in Zukunft auch eine Basis für interessierte Laien zu sein. Sehr spannend. Also da wird wirklich werden weitere Personen, sage ich jetzt mal, eingebunden, dass da was entdeckt wird und dass man wirklich damit umgehen lernt mit diesen Funden. Und eben ist auch die Mitgliedschaft ist kostenlos. Also alle, die da interessiert sind, bitte anmelden. Archeo Publica EU. Ja. Werden hoffentlich viele machen nach dem heutigen Beitrag. Genau. Gut.
Ich glaube, diese Frage ist schon beantwortet worden, aber ich werde es dennoch nochmal stellen. Kann man sich das Mosaik in der Volksschule anschauen? Ich glaube, wenn sie geöffnet ist. Genau, ja. Genau. Also sobald die Volksschule offen ist, also momentan kann man sich, glaube ich, bis 1 Uhr haben sie auf jeden Fall, ist Betreuung drinnen, darum kann man momentan hinein in die Volksschule. Vielleicht ist trotzdem gescheiter, man wartet ein bisschen, bis das Gemeindeamt wieder ganz normale Öffnungszeiten hat, weil dann kann man sich auch die kleine, aber feine Römerausstellung parallel dazu anschauen. Mhm. Das Mosaik wird jetzt dann leider, also unser Mosaik, das wir ausgegraben haben, wird jetzt dann wahrscheinlich nächste Woche wieder zugeschüttet werden. Also das ist dann nur mehr in der 3D-Rekonstruktion oder in der 3D-Dokumentation sichtbar. Aber ja, wir haben natürlich so hervorragende Daten von dieser Villa, dass wir natürlich schon darüber nachdenken, vielleicht auch die Villa mal mit Virtual Reality begehbar zu machen und so. Also das Projekt VIREC ist noch nicht am Limit von dem, was man machen kann, angekommen. Ja. Na, da geht noch einiges. Ja. Angenommen, man würde sich dieses große Mosaik noch anschauen wollen, also nächste Woche, wie müsste man da am besten noch? Es ist mittlerweile wirklich so, wir haben es am letzten Freitag, nachdem wir haben sehr großes Interesse in der Gemeinde gehabt, wir haben keine Werbung gemacht und haben, glaube ich, in den letzten 2 Wochen ungefähr über 300 Leute da gehabt und haben auch immer wieder kleine Führungen und so weiter gemacht. Bei der letzten Führung um 16 Uhr am Freitag waren dann 63 Leute da, das war schon ein bisschen grenzwertig. Ist eine große Gruppe, und andererseits haben wir natürlich Gott sei Dank viel Freifläche gehabt, dass sie sich einigermaßen verteilt hat. Mhm. Und danach haben wir das mit Vlies so überdeckt, dass es jetzt dann mit Sand überschüttet werden kann. Also es ist leider schon so, dass man es wirklich nicht mehr sehen kann. Okay, also Chance verpasst. Chance. Nur mehr digitale Möglichkeiten, mehr oder weniger. Ganz genau. Okay. So ist es leider. Ja, aber Gott sei Dank gibt es ja die Technik. Genau. Das leitet mich nämlich auch zu meiner nächsten Frage. Und da gibt es ja wirklich momentan, ich sage jetzt schon, wunderbare Möglichkeiten, mit der auch in der Archäologie operiert werden kann. Welche Rolle spielt denn da jetzt schon die Technik? Also ja, ist natürlich, man muss unterscheiden. Es gibt einerseits die Technik, die wir unbedingt brauchen zur Dokumentation. Ja. Das ist natürlich Vermessung, Fotogrammetrie und solche Sachen. Jetzt zum Beispiel Standard, früher haben wir auf die Leiter müssen oder wenn sehr große Gebäude waren, hat man halt die Freiwillige Feuerwehr gefragt, ob sie einmal mit dem großen Wagen kommen und uns von oben schöne Vogelperspektive. Ist nicht mehr notwendig. Wir haben unsere Drohne mit einer hochauflösenden Kamera drauf. Mhm. Es steigt keiner mehr auf eine Kamera. Es werden unten praktisch Referenzpunkte gesetzt, die noch eingemessen werden. Damit können wir die Fotos fotogrammetrisch entzehren, können nach diesen die Pläne machen. Das sind so Standardgeschichten, die eigentlich gang und gäbe sind. Ja. Das, was wir da jetzt natürlich machen mit der 3D-Fotografie, das ist so ein bisschen ein Bonus, aber den machen wir eigentlich mittlerweile auch Standard, weil es einfach total klasse ist. Bei Vorträgen, man kann dann diese Sachen drehen und wenden. Also das macht jetzt für uns der Mario Wallen aus Wien, macht jetzt diese Structure from Motion-Geschichten und das war, glaube ich, heute auch sehr schön. Einerseits den Ring, der nur 1,2 Zentimeter groß ist, funktioniert tadellos und dann 100 Quadratmeter Grabung sind auch kein Problem. Ja. Und das aber rein im Prinzip nur mit Fotoapparat und dem Programm, das dann dahinter das Ganze in eine Punktwolke hineinrechnet sozusagen. Mhm. Und das ist schon meiner Meinung nach halt wunderbar. Und das ist natürlich dann wiederum das Ausgangsmaterial, mit dem ich dann sagen kann, okay, wir haben diese Visualisierungen, ich kann das kombinieren mit den reellen Bestand mit einer Visualisierung, kann ins Dreidimensionale gehen, kann eigentlich dann irgendwann in ein Gebäude hineingehen. Mhm. Und das macht es natürlich schon lustig. Also was man im Bereich ja auch im Deep Space ja auch sehen kann, sind unsere 3D-Laserscans, die wir vom Kalkbrennofen von Oberanna und von Schlögen auch machen haben lassen. Das haben wir zum Beispiel in VIREC nicht machen lassen, weil das Structure from Motion so gut gemacht, so gut funktioniert hat. Das war jetzt, und das vom Fotorealismus ist natürlich das Structure from Motion nur mal besser. Und ja, also das ist, da hat sich schon einiges getan sich permanent was. Wir haben ganz neue Möglichkeiten eigentlich eröffnet und auch im Erfahren von Archäologie, so geht es da mal. Ja, wirklich, absolut. Also wie man es wahrnimmt, wie man es auch vermittelt. Ja. Genau. Nein, es gehört einfach dazu und ich glaube, das ist ja das Wichtige, darum sind auch solche Termine ja, glaube ich, so wichtig, einfach auch zu sehen, wie arbeiten wir und auch wieder zu sagen, okay, man geht in die Öffentlichkeit damit, das Verständnis wird damit größer und so weiter und da helfen natürlich, die Männerspielzeuge natürlich schon, da braucht man nicht reden. Ne? Ja, nicht nur Männerspielzeuge. Ja, okay, da habe ich noch 2 Fragen. Mhm. Was ist, wenn der Besitzer oder spätere Besitzer des Grundstücks das Mosaik beschädigt?
Das hoffen wir, dass es nicht passiert. Ja. Das, von dem geben wir mal aus. Ja, prinzipiell gibt es dann natürlich vom Bundesdenkmal definitiv, also das ist dann eine Veränderung des Denkmals. Ja. Und sowas kann tatsächlich bestraft werden. Ja. Und wenn das mutwillig ist, wird es auch sicher bestraft. Mhm. Und es geht so weit, dass der dann auch wieder die Instandsetzung, das geht ja bei einem Mosaikboden, wenn man die Steinchen hat, kann ich den auch wieder herstellen. Das ist restauratorisch sehr, sehr aufwendig und sehr, sehr kostspielig. Und dafür hätte dann zum Beispiel der Grundstückseigentümer eigentlich Obsorge zu tragen. Ja. Aber also wird der muss jetzt wirklich ganz akribisch drauf aufpassen. Ja, ja, hat er aber auch schon gesagt, also auch zum Beispiel, dass er dort sicher keine tiefwurzelnden Pflanzen setzt in dem Bereich, wo das Mosaik ist, weil die würden das natürlich auch stören. Also wir haben ein irrsinniges Glück, dass dieses Mosaik über 1800 Jahre so überstanden hat. Also das ist wirklich mehr und auch das, ich meine, gerade vom Erhaltungszustand ist dieses Gebäude halt auch wirklich sehr, sehr gut erhalten, weil normalerweise haben wir halt, wenn wir Glück haben, irgendwo Fundamentreste und dort, das hat man jetzt das gar nicht so im Detail gesehen. Wir haben ja dort wirklich dann zwar vom aufgehenden, ja, manchmal 20, 30 Zentimeter, und da sind, ist ja zum Beispiel auch noch Originale von der Wandmalerei, noch Originale sind noch unten drauf geklebt. Die haben wir natürlich jetzt dann sachgemäß entfernen lassen, weil die jetzt dann unter der Erde, wenn dann wieder was draufkommt, sind die weg. Also das funktioniert nicht, dass ich einmal aufgrabe und so gut kann ich das gar nicht verbocken, dass die nicht beschädigt werden. Ja. Die haben wir natürlich jetzt fachgerecht entnommen und das ist 1924 nicht passiert. Da ist zwar geschrieben worden, ja, da gibt es an die Wandmalereien und da hat man die Farben gefunden. Ja, das haben wir einer glauben müssen von der Dokumentation. Jetzt haben wir das aber überprüfen können und das ist natürlich auch vom wissenschaftlichen Mehrwert natürlich auch großartig. Ja. Ja, eine Frage noch zu der Römervilla. Wurden dort auch menschliche Überreste gefunden? Nein. Das ist leider so eine Geschichte. Wir wissen, die Römer haben ihre Toten immer abseits der Siedlungen bestattet. Mhm. Also es ist eigentlich schon im 12-Tafel-Gesetz, schon 500 vor Christus festgelegt, dass das außerhalb der, zum Beispiel auch der Stadtmauern sein muss. Und wir wissen nicht, wo die Gräber von Verrek sind. Und das haben wir sehr, sehr oft. Wir haben die entweder haben wir römische Gräber und haben die Fundstelle nicht dazu, oder wir haben umgekehrt, wir haben die römische Villa zum Beispiel oder die römische Kleinsiedlung oder was auch immer, ein Vicus, und haben dann die Gräber nicht dazu. Das ist leider so. Ja, vielleicht tauchen einmal die Gräber von Verrek am Attersee einmal auf. Mhm. Lustigerweise auf der anderen Seite, also wenn wir bei Litzelberg waren, in Seewolchen gibt es zum Beispiel römische Grabsteine. Da muss auch Villa geschrieben haben, wir wissen aber nicht, wo. Also da haben wir wieder die Hinweise auf die Bestatteten, zwar nicht in Skelettform, sondern in Inschriftform und in Grabdenkmälerform, aber da haben wir dafür wieder die Villa nicht. Also das ist so. Also wäre noch viel Potenzial da, dass man noch mehr findet auf jeden Fall. Genug. Ja. Also das ist auch was, was mir die Leute sagen, naja, Archäologe, wo arbeitet man? Da hat man da in Oberösterreich genug zum Tor. Ich glaube, alleine diese zwei Projekte sehen, da war das eine wirklich ein reines Zufallsprojekt. Also das war ja wirklich, das Litzelberg war ja so nicht erwartbar. Und das andere war sehr stark, klar kalkulierbar, sehr bekannt. Und solche Sachen haben wir noch, wenn wir jetzt nur von der Römerzeit reden, haben wir da noch weitere, weiß ich nicht, 100, 150 Fundstellen, die wir wissen. Und da sind noch unzählige, die wir noch nicht einmal kennen. Also es gibt genug zu tun. Es gibt noch viel zum Aufarbeiten, auf jeden Fall. Und in Depots liegt natürlich auch genug Funde, die bearbeitet gehören. Das war für uns eigentlich wissenschaftlich sehr viel wichtiger, wäre ja eigentlich mehr oder weniger mal eine Bearbeitungsoffensive mit dem Fundmaterial, mit den Grabungen, mit Altgrabungen zu beschäftigen. Da steckt nur irrsinnig viel drinnen eigentlich. Ja. Aber ja, das ist, wenn solche Projekte kommen, Notgrabungen, man dann sagt, kann man nicht sagen, nein, das machen wir jetzt nicht. Ne? Ja, das funktioniert halt auch nicht. Ne? Ja, klar. Genau. Gut. Von unseren Zuschauerfragen war es das jetzt. Ich möchte an der Stelle einfach herzliches Dankeschön sagen für wirklich die interessanten Einblicke. Ich glaube, es hat jetzt da fast jeder beim Zuschauen wirklich Lust bekommen, beim nächsten Vortrag wieder dabei zu sein. Also Sie sind natürlich herzlich dazu eingeladen, schauen Sie zu, und ansonsten sage ich herzliches Dankeschön von meiner Seite und auf Wiedersehen. Herzlichen Dank.